So, herzlich willkommen zu Morning Stretches für Beginner. Ich bin der Max und die heutige Praxis wird stark fokussiert sein auf einfache und angenehme Dehnungen, um unseren Oberkörper und unseren Unterkörper zu dehnen, etwas Länge in den Körper zu schaffen, um einfach mal ein bisschen Spannung aus unserem System zu bringen, aus unserem Körper und uns mit Körper und Geist in Einklang zu bringen und durch diese etwas längeren Haltungen und Dehnungen uns einfach etwas freier in unserem alltäglichen Leben bewegen können. Wenn du bereit bist, wir brauchen heute zwei Blöcke und dann treffen wir uns im Sitzen auf deiner Matte. Wenn du einen angenehmen Sitz für dich gefunden hast, dann schließe gerne einmal deine Augen. Du kannst deine Hände und Arme gerne ganz sanft auf deinen Oberschenkeln abliegen lassen oder auch gerne deine Hände in deinen Schoß tun. Beginne hier erstmal dich zu zentrieren, mal ganz auf deiner Matte anzukommen und dich auch geistig jetzt auf deine kommende Praxis einzustellen. Schau, dass du schön aufrecht sitzt, dass du mit deiner Wirbelsäule Richtung Decke hinaufziehst und deine Schultern aber ganz entspannt nach hinten und unten sinken lässt. Entspanne hier wirklich deinen Nacken, deine Schultern, gesamten Rücken und deine Arme. Bringe jetzt deine Aufmerksamkeit mal auf deine Atmung. Schau mal, wo diese hingeht und vielleicht kannst du deine Atmung etwas mehr in Richtung Bauchraum noch schicken. Hier wirklich mit jeder Einatmung deinen Bauch mit Luft füllen. Jede Ausatmung wieder die Luft sanft aus deinem Körper fließen lassen. Dann nehme hier noch drei ganz tiefe Atemzüge durch die Nase ein und atme die Luft ganz locker durch den Mund wieder aus. So langsam deine Augen auf. Komme hier in dem Raum an, bei dir beginne als erstes mal dein Kinn Richtung Brustkorb sinken zu lassen und dann hier in kreisenden Bewegungen einmal deinen Kopf zur linken Schulter zu bringen und dann wieder über vorne unten kreisend zurück zu deiner rechten Seite. Nimm hier ein paar Runden von dieser kreisenden Bewegung ganz in deinem Tempo. Geh hier ganz nach deinem Gefühl. Du kannst auch gerne auf der Seite immer etwas länger halten, falls es dir gut tut. Bringe hier etwas Bewegung, etwas Mobilität Länge in deine Halswirbelsäule. Und wenn du dann das nächste Mal auf deiner linken Seite ankommst, bleibe hier. Streck einmal deinen rechten Arm weit zur Seite aus, sodass deine Fingerspitzen die Matte berühren und nimm deinen linken Arm gerne nach oben, deine Hand
an den Kopf und helfe hier noch ein bisschen in diese Seitneigung hinein. Aber ganz sanft, ganz vorsichtig. Du kannst auch jederzeit in diesen Übungen, in diesen Haltungen gerne deine Augen schließen, um hier einfach noch mehr loszulassen, mehr zu entspannen. Beobachte auch mal jetzt deine Haltung, ob du vielleicht anfängst, dich im Rücken einzurunden. Falls es der Fall sein sollte, schau, dass du dich wirklich nochmal etwas aufrichtest im Brustkorb, in der Wirbelsäule und hier in deinem geraden Sitz bleiben kannst. Dann löse hier langsam wieder zur Mitte auf, wechsel einmal die Seite, bring deinen Kopf einmal zur rechten Schulter, strecke deinen linken Arm weit aus. Deine Fingerspitzen berühren die Matte und nimm deinen rechten Arm nach oben. Deine Hand wieder ganz sanft an deinen Kopf und komm auch hier in diese schöne Nackendehnung hinein. Spüre wirklich, wie mit jedem Atemzug die Muskulatur mehr und mehr loslässt. Du mehr und mehr entspannen kannst. Und auch auf dieser Seite kontrolliere wieder deinen Sitz, ob du dich vielleicht hier wieder einrundest im Rücken. Wenn das der Fall ist, richte dich ganz sanft wieder etwas mehr noch auf im Brustkorb, in deiner Wirbelsäule. Löse auch hier langsam wieder zur Mitte auf, komm zurück und lass dein Kinn noch einmal zum Brustkorb sinken. Nimm jetzt beide Hände einmal an deinen Hinterkopf und bring mit etwas Druck in deinen Händen, aber ganz sanft, dein Kinn noch etwas mehr nach unten, dein Kopf, und roll dich mit der Ausatmung in einen runden Rücken ein und mit der Einatmung richte dich wieder etwas auf. Ausatmung, rollst wieder ein. Und mit der Einatmung wieder auf. Auch hier wieder ganz in deinem Tempo, nach deinem Gefühl. Falls es dir gut tut, jetzt hier unten zu bleiben, darfst du auch gerne in dieser vorgebeugten Haltung bleiben. Oder ganz einfach diese etwas dynamischeren Bewegungen mitmachen. Wenn du dann das nächste Mal oben bist, löse deine Hände wieder von deinem Kopf, bring deine Hände nochmal auf deine Oberschenkel und zieh jetzt einmal deine Schultern zu deinen Ohren und über hinten nach unten. Gib dir hier einmal eine kleine Massage. Sanft die Schultern zu den Ohren und über hinten wieder nach unten sinken lassen. Dann komm auch hier wieder entspannt zurück und beginne einmal mit kreisenden Bewegungen, dich hier einmal nach vorne zu bringen und mit einer kreisenden Bewegung nach hinten, mach dich einmal rund. Vorne bist ganz aufrecht im Brustkorb und wenn du hinten bist, mach dich ganz rund. Und verbinde diese ganze Bewegung auch mit deiner Atmung. Immer wenn du hinten bist, atmest du aus und immer wenn du vorne bist, atmest du ein. In dieser Übung dürfen deine Kreise gerne groß sein oder klein sein. Hör da wieder ganz auf deinem Körper, was dir jetzt besser gefällt, schnell oder langsam. Und in einem für dich guten Moment finde einmal die Mitte und wechsle jetzt einmal die Richtung. Kreise
in die andere Richtung. Um hier einfach unsere Hüfte aufzuwärmen, etwas mehr Raum in unseren Sitz zu bringen. Unserem Rumpf, unseren inneren Organen eine kleine Massage zu gönnen. Dein Körper hier für die Praxis vorbereiten. Dann komm auch hier langsam wieder zur Mitte zurück und finde dich einmal in deinen Vierfüßlerstand ein. Einmal so, dass Hände und Schultern in einer Linie sind und einmal deine Knie und deine Hüfte in einer Linie. Und jetzt dreh einmal deine Finger so nach hinten zurück, dass deine Finger zu deinen Oberschenkeln zeigen. Wir kommen in eine kleine Dehnung für unsere Unterarme, indem du dich jetzt hier gerne mit deinem Po Richtung Fersen nach hinten bewegst und so mit gestreckten Armen hier Länge in deine Unterarmrückseite bringst. Dein Handballen darf sich auch gerne etwas lösen. Und falls das zu intensiv für dich sein sollte, kannst du natürlich jederzeit etwas weiter nach vorne gehen. Schau einfach, was dein Körper heute hergibt. Und nimm das einfach an. Und atme hier mit deiner Atmung. Wenn deine Übung sich sehr intensiv anfühlt, dann ist es immer gut, noch tiefer zu atmen, einfach deine Atmung zu verlängern, zu vertiefen und mit jeder Ausatmung deine Muskulatur zu entspannen. Dann komme langsam wieder nach oben zurück, dreh einmal deine Finger und deine Hände wieder nach vorne, dass sie normal sind, und dann kommen wir jetzt in eine Übung für unsere Unterarm Außenseite. Und zwar machst du einmal zwei Fäuste, bringst sie zusammen und legst jetzt deine Handrückseite hier auf die Matte auf. Immer noch in deinem Vierfüßlerstand, und dann schau mal, ob du deine Ellenbogen jetzt zusammenbringen kannst, hier deine Arme strecken kannst. Diese Übung ist ziemlich intensiv für die Unterarme. Falls du jetzt deine Arme gar nicht strecken kannst und hier bist, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder deine Fäuste einfach etwas weiter auseinandernehmen, oder wenn du die Fäuste zusammen hast, deine Finger einmal strecken. Damit nimmst du relativ viel Spannung raus. Aber falls es für dich heute geht, versuch ruhig mal diese Variante mit den Fäusten und bewege dich dann langsam hier von rechts nach links. Bring etwas Länge in diese verspannte Muskulatur. Dann löse auch hier deine Hände auf und schüttel deine Hände gerne kurz aus. Komme dann einmal mit deiner rechten Hand ganz weit nach vorne und schieb deine linke Hand einmal hier unter deinen Arm hindurch in diese schöne Seitdrehung, diese Seitrotation. Und falls du etwas mehr Dehnung jetzt spüren möchtest in deiner Schulterrückseite, dann kannst du auch deine Stirn ablegen und versuchen, deine obere Schulter jetzt noch mehr Richtung Matte einzudrehen, dass du hier versuchst, so gerade wie möglich dich einmal abzulegen.
nochmal einen ganz tiefen Atemzug und löse langsam auf. Wechsel jetzt einmal die Seite, bring einmal deine linke Hand nach vorne und deinen rechten Arm einmal hindurch in diese Seitdrehung für deinen Arm, für deine Schultern, für deinen Rücken. Und auch hier wieder die Option, deine Stirn abzulegen und dich mit der oberen Schulter einfach noch mehr Richtung Matte einzudrehen, um die Dehnung in der hinteren Schulter noch zu verstärken. Dann nimm auch hier nochmal einen ganz tiefen Atemzug und komme langsam aus der Position heraus. Dann lokalisiere einmal deine Blöcke. Stell deine Blöcke gerne vor dir auf. Du kannst mit der Höhe mal ausprobieren, was für dich angenehm ist, und dann bring einmal deine Ellenbogen und dein Trizeps hier auf die Blöcke, damit wir in die Melting Heart Position kommen. Du kannst deine Hände gerne in dieser Gebetshaltung zusammennehmen und schauen, dass du jetzt deinen Brustkorb, deine Stirn Richtung Matte fließen lässt, hier in diese Brustöffnung kommst, in die Schulteröffnung. Wenn es zu viel für dich ist, kannst du das Ganze auch optional ohne Blöcke machen, indem du dann deine Arme eher nach vorne streckst und hier dich Richtung Matte fließen lässt. Das ist auch vollkommen okay. Oder wenn du jetzt gar nichts spürst, wenn du hier sehr beweglich bist, sehr frei bist, dann hast du auch die Möglichkeit, deine Blöcke einmal auf die höchste Höhe zu stellen und dann hier deine Ellenbogen einmal abzulegen und dann hier Richtung Matte zu sinken. Auch langsam aus dieser Position wieder heraus. Nimm dir Zeit, löse dich hier heraus. Dann stell deine Blöcke einmal wieder zur Seite und komm noch einmal in den Vierfüßlerstand. Stell einmal deine Zehen auf und schieb dich jetzt einmal nach hinten in einen kleinen herabschauenden Hund. Lass hier wirklich deine Beine ganz angewinkelt, sodass dein Bauch sich mit den Oberschenkeln verbindet, deine Arme schön nach vorne gestreckt, die Finger weit gespreizt. Bring hier Länge in deinen Rücken, schieb dich wirklich nach hinten raus, nach oben. Dann beginne hier einmal deine Fersen abwechselnd Richtung Boden zu drücken, hier in den laufenden Hund zu kommen, hier einfach die Länge in deiner Beinrückseite zu spüren. Achte hier gar nicht so sehr auf die Form, sondern wirklich eher auf das Gefühl. Du kannst auch dich immer so ein bisschen
nach rechts und links bewegen, unter deine Schulter, unter deine Arme durchschauen. Und dann finde dich noch einmal im herabschauenden Hund ein und nimm jetzt einmal dein rechtes Bein und deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Handflächen. Komm hier in diesen weiten Ausfallschritt und nimm einmal einen Block zur Hand, stell ihn neben die Innenseite von deinem Fuß und platziere einmal deine Hände auf den Block und beginne hier dich einmal nach vorne und hinten zu bewegen. Hier dir Raum zu verschaffen in einem der verspanntesten Bereiche des Körpers, die Hüfte. Und schau auch, dass du hier diese Höhe vom Block mitnimmst, um dich noch einmal aufzurichten, die Schulter nach hinten zu kreisen, deinen Brustkorb zu heben, um hier einfach die Länge in den Körper zu bringen. So gerade wie möglich, aber übertreib's auch nicht, mach das ganz sanft. Und auch das Tempo kannst du selber bestimmen, ob du jetzt eher schnelle und kleine Bewegungen machst oder langsame und große, ist ganz dir überlassen. Und dann bring einmal dein Knie hinten zum Boden, löse deinen Fußspann auf die Matte, nimm einmal deinen Block zur Außenseite deiner Hüfte, bring deine rechte Hand auf den Block, dein linker Arm geht über den Kopf zur Seite in diese Seitneigung. Wir wollen hier wirklich schauen, wie viel Raum unser Körper heute zur Verfügung stellt. Falls das zu intensiv ist, kannst du natürlich auch hier mit den Höhen der Blöcke spielen. Auf verschiedene Höhe, einmal ganz hoch, etwas niedriger, noch niedriger. Oder wenn du wirklich ganz viel Platz hast im Körper, auch deine Hand auf den Boden abstellen. Und lass hier wirklich deine Hüfte nach vorne und unten sinken, in diese leichte Seitbeuge kommen. Und bring deine Aufmerksamkeit hier in deine Flanke, in deine Seite. Spür, wie sich dein Oberschenkel öffnet, deine Hüfte, dein Rumpf, deine Seite. Dein Rücken, dein Arm. Langsam wieder zur Mitte zurück, nimm deinen Block wieder nach vorne und streck jetzt einmal dein vorderes Bein, komm hier in den halben Spagat, du kannst die Hände gerne hier vorne auf den Block nehmen oder falls es zu viel ist, dann darfst du auch gerne mit den Händen einmal nach hinten wandern Richtung Knie und dich dann hier wirklich ganz locker einmal nach unten sinken lassen. Der Rücken darf ganz rund sein. Und lass hier wirklich los und atme ganz tief. Schau, dass du mit jedem Atemzug und vor allem mit jeder Ausatmung immer mehr loslässt und noch weiter und tiefer nach unten sinkst. Und auch hier keine Sorge, wenn dein Bein jetzt nicht ganz gestreckt ist, du darfst auch schön angewinkelt lassen, einfach so, dass du jetzt eine tolle Dehnung spürst, um hier wirklich ganz präsent in deinem Körper sein zu können, ganz hier in diesem Moment sein zu können. Und dann bleibe noch hier für die nächsten 5,
4, 3, 2 und auf 1 löse einmal wieder nach vorne. Bring deinen Block einmal zur Seite. Und komm jetzt hier auf die Außenkante von deinem Fuß. Bring deine rechte Hand an die Knieinnenseite und öffne hier einmal deine Hüfte zur Seite auf. Komm in diese Öffnung der Hüfte, gerne auch den Brustkorb heben, den Blick einmal nach oben Richtung Decke bringen. Und du darfst gerne hier bleiben. Falls du mehr möchtest, winkel einmal dein hinteres Bein an, greife hier einmal an deinem Fuß, an deinem Fußgelenk und bring hier noch eine Oberschenkeldehnung hinein. Aber auch hier wieder keine Sorge, falls das jetzt heute für dich nicht erreichbar ist, dann einfach das Bein gestreckt lassen und deine Hüftöffnung genießen. Löse hier langsam wieder auf, komm zur Mitte zurück, bring einmal dein vorderes Bein wieder mit nach hinten in den Vierfüßerstand und stell jetzt einmal deine Zehen auf. Wir kommen in den Zehensitz, bring dafür einmal dein Po auf deine Fersen, dass wir hier diese schöne Dehnung im Fuß spüren können, in den Füßen. Falls das wieder zu intensiv sein sollte jetzt hier, weil das wirklich ziemlich intensive Übung ist, darfst du auch gerne wieder deinen Block nehmen, dich hier vorne abstützen oder auch einfach deine Hände nach vorne abstützen. Ansonsten ganz entspannt, ganz aufrecht sitzen, die Schulter noch einmal nach oben und nach hinten, unten kreisen. Die Hände ganz entspannt auf den Oberschenkeln ablegen. Für einen Moment gerne deine Augen schließen. Zurück zu deiner Ruhe kommen, zu deiner Stille, zu deiner tiefen Atmung. Dann öffne langsam wieder deine Augen, komm einmal nach vorne zurück. Wenn du magst, kannst du gerne deine Füße hier kurz was austippen, wenn sich das gut für dich anfühlt. Und dann schieb dich noch einmal zurück in deinen kleinen herabschauenden Hund und bring jetzt von hier direkt dein linkes Bein einmal nach vorne, dein Fuß zwischen die Handflächen. Nimm wieder deinen Block, bring ihn einmal an die Innenseite von deinem Fuß, deine Hände kommen auf den Block, richte dich hier wieder schön auf im Brustkorb und komme auch auf dieser Seite in diese Vor- und Zurückbewegung. Bring hier wieder Raum in deine Hüfte. Und wie am Anfang schon gesagt, kannst du in jeder dieser Position deine Augen schließen, um einfach noch mehr in dich hineinzuspüren, dich mit deinem Körper zu verbinden. Mal wirklich hier loszulassen. Dann lege auch hier langsam dein Knie hinten ab, löse deinen Fuß und bring deinen Block einmal zur Außenseite von deiner linken Hüfte. Platziere auch deine linke Hand hier wieder auf den Block. Dein rechter Arm geht über oben zur Seite in diese schöne Seitbeuge. Lass auch hier wieder deine Hüfte weit nach vorne sinken. Und spür mal in dich hinein, wo du jetzt die Öffnung, die Dehnung wahrnehmen kannst. Und lenke dann mal ganz bewusst deine Atmung in diesem Bereich, um
jeder Ausatmung diese Verspannung zu lösen. Dann nimm auch hier noch einen ganz tiefen Atemzug. Und löse hier wieder zur Mitte auf, nimm deinen Block noch einmal nach vorne, streck jetzt dein vorderes Bein und komme hier wieder in deinen halben Spagat, entweder die Hände gerne wieder vorne am Block oder du wanderst zurück mit deinen Händen so auf Kniehöhe und lässt dich hier wieder ganz rund im Rücken nach vorne sinken. Spürst diese schöne Öffnung in deiner gesamten Rückseite, über deine Waden, deine Oberschenkelrückseite, bis in dein Gesäß, deinen unteren Rücken. Lass auch hier vollkommen los. Bleibe noch hier für 5, 4, 3, 2 und auf 1. Komm wieder nach vorne zurück. Bring deinen Block einmal zur Seite weg. Roll jetzt auf die Außenkante von deinem linken Fuß. Öffne hier wieder mit der linken Hand deine Hüfte zur Seite auf. Der Blick darf gerne nach oben zur Decke gehen. Brustkorb schön aufrecht. Auch auf dieser Seite, wenn du wieder mehr möchtest, einmal dein hinteres Bein anwinkeln, mit deiner linken Hand am Fuß greifen. Und hier diese Oberschenkeldehnung noch mitnehmen. Vielleicht kannst du mit jeder Ausatmung noch etwas mehr dein Fuß, deine Ferse Richtung Po bringen. Löse auch hier langsam dein Bein wieder zurück, bring dein vorderes Bein wieder mit nach hinten an den Vierfüßler und wir kommen einmal in ein unterstütztes Virasana, in die Heldenpose. Dafür nimm gerne einmal deinen Block jetzt hier zwischen deine Füße. Deine Beine und Knie dürfen ganz weit nach außen gehen bis zur matten Kante. Und dann kannst du dich hier einmal nach hinten lehnen, falls es jetzt schon genug Spannung in den Oberschenkel sein sollte, dann bleib gerne hier. Ansonsten leg dich noch einmal zurück mit den Ellenbogen ab, schau, dass deine Knie und Schienbeine auf der Matte bleiben und heb auch hier gerne nochmal kurz dein Po nach oben an und schieb noch etwas weiter vorne, um hier einfach etwas Spannung
aus dem Rücken zu nehmen. Wenn du magst und das für dich angenehm ist, darfst du auch jetzt locker deinen Kopf nach hinten sinken lassen, hier noch in diese Halsöffnung kommen. So ist dann wirklich deine komplette vordere Muskelkette einmal gedehnt über die Schienbeine oder sogar über den Fußspann, die Schienbeine, deine Oberschenkel, deine Hüfte, dein Bauch, dein Brustkorb, deine Schulter und dein Hals. Ich spüre hier wirklich diese tolle, wunderschöne Öffnung. Langsam dein Kinn wieder nach vorne zu rollen, lass dich hier Zeit, ganz entspannt und komm einmal auf deinem Weg aus der Position nach oben zurück. Löse einmal den Block unter deinen Füßen und setz dich einmal über die Seite, bring deine Füße nach vorne. Einmal bereit für dein Shavasana, leg dich ganz entspannt. Dann roll einmal deine Füße zur Seite und nimm deine Arme weit vom Körper weg. Roll deine Arme so, dass deine Handinnenflächen nach oben zeigen, sodass dein Rücken wirklich breit auf der Matte liegen kann. Dein Hinterkopf ganz entspannt auf der Matte. Und dann spür auch hier in dich hinein, wie es dir jetzt nach dieser Praxis geht, nach diesen schönen und sanften Dehnübungen, ob du jetzt mehr Länge verspüren kannst in deiner Muskulatur, in deinem Körper. Und verbinde dich auch hier nochmal mit deiner Atmung, atme ganz tief in deinen Bauchraum hinein. Fühl dich frei, noch solange du magst, hier in deinem Shavasana zu liegen. Und ich bedanke mich, dass du mich in dieser Praxis begleitet hast. Und wünsche dir noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Namaste.